Im Rostocker Ostseestadion wurden am 18. November die Sterne des Sports in Silber verliehen. Es ist die wichtigste Auszeichnung von Sportvereinen auf Landesebene. Die Trophäe und damit ein Preisgeld von 2.500 Euro erhielt in diesem Jahr der IFC Rostock für das Projekt Girls United. Dieses will Mädchen und Frauen helfen, die verbale oder körperliche Gewalterfahrungen gemacht haben. In geschützten Räumen werden sie mit einem besonderen Training geschult, sich selbst zu behaupten. Das bedeutet, also es klingt ein bisschen paradox, aber wir arbeiten mit Hilfe von Kampfsport daran, dass Frauen Werkzeuge an die Hand bekommen, wie sie sich in Gefahrensituationen abwehren, schützen können, aber auch wie sie verbal und nonverbal natürlich mit ihrem Körper im Rahmen der Selbstbehauptung wirklich Wege und Mittel erkennen, wie sie Gefahrensituationen von vornherein abwehren können. Weil oft ist es so, wer sich selbst behaupten kann, der wird bei Weitem kein Opfer. Auch der Verein Argus Schwerin für Reha- und Seniorensport konnte sich freuen. Für sein Crowdfunding-Projekt zum Bau einer Schwimmhalle gab es Platz 2 und 2.000 Euro. Der dritte Preis und 1.500 Euro gingen an die Sportgemeinschaft Greifswald für den Aufbau eines Goalball-Standortes in der Hansestadt. Die Sterne des Sports sind Deutschlands wichtigster Vereinswettbewerb im Breitensport. Der Preis wird von den Volksbanken Raiffeisenbanken in Kooperation mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und dem Landessportbund vergeben. Mit ihm werden Sportvereine für besonderes gesellschaftliches Engagement gewürdigt. Also gerade in diesen schweren Zeiten ist es natürlich wichtig, das Ehrenamt im Sport auszuzeichnen. Und die Vereine in Mecklenburg-Vorpommern haben Grandioses geleistet, auch während der Pandemie, haben sehr viele Einfälle gehabt. Nicht immer konnte man auf die Sportanlagen, und die Kreativität und diese Leistung des Ehrenamtes muss ausgezeichnet werden. Die Sterne des Sports werden jährlich auf 3 Ebenen vergeben. Zunächst auf lokaler Ebene in Bronze, dann auf Landesebene in Silber und schließlich auf Bundesebene in Gold. Der IFC Rostock ist nun für den Bundesentscheid nominiert. Ihm winken 10.000 Euro Preisgeld.